Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Raritäten! Kommen Sie, sehen Sie selbst! Hier muss es doch etwas geben, das hier... Trotz allem sehe ich den Gesetzesentwurf positiv, obwohl er in Wirklichkeit nur ein... Trotz alledem sehe ich den Gesetzesentwurf positiv, obwohl er in Wirklichkeit nur eines erreichen wird, aber das mit einer Effizienz, die der Dringlichkeit dieses Themas angemessen ist. Er zeigt unsere Absicht, dass... Da stimmt was nicht. Ich bestreite nicht, dass Sie in dieser Hinsicht oft unparteiisch sind. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen.
verflucht! So ein Pech! Das ist ein strange man. Hide now. Pass auf, wo du hingehst! Verzeihung, bitte? Ohne Kennwort kein Zutritt. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied des Parlaments, Sekretär. Ohne Kennwort kein Zutritt, Sir. Und erschossen. Und zwar völlig. Tut mir leid, mein Lord. Der Wind bläst in die... Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe! Und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Wir haben falsch abgehoben!
Außerdem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief. Für mich? Eine Dinner-Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Ich sehe mal hinten nach.
möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Ah, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? Hierher! Du erwartest doch nicht, dass ich alleine fahre, oder? Nimm die Züge!